Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Wir haben beim letzten Mal zwei Dungeons gemacht. Ich guck gerade, ist wieder vorbei, ne? Ja, ich bin ein bisschen zu spät dran. Ich habe gerade nochmal jemanden durch den Dungeon eskortiert. Deswegen schade, sonst hätten wir die Schlacht auf den Angriff auf die Obsidian-Zitadelle machen können. Egal, wir haben genug zu tun. Wir wollen uns nämlich mal so ein bisschen um, ja, hier und da, jenes, welches, alles so ein bisschen kümmern. Wir haben Weltquests, wir haben Weltbosse, wir haben Angelnetze, die wir auswerfen müssen. Wir starten einfach mal durch. Die Küste des Erwachens, unser erster Überflug sozusagen jetzt mit Weltquests aktiv. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja auch die fortgeschrittenen Rennen freigeschaltet. Es ist wieder, guck mal, es ist 2.17 Uhr. Wundert euch nicht, wenn aus meinem Mund jetzt ganz komisches Zeug rauskommt. Und damit meine ich Wörter. Kann passieren. Ist sehr spät. Aber trotzdem. Also wir machen jetzt Spannung zum ersten Mal die schwierigeren Drachenrennen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir starten einfach mal durch und fliegen von Tal'Drassar rüber nach hier. Frische Fischsteaks. Okay. Da wir ja generell sehr weit oben sind aktuell, ist es eigentlich kein Problem. Moment mal. Aha, guck mal hier. Haken. Oh. Ja. Mehr nicht. Schade. Die sind geil, ne? Rücken. Da finde ich die Stachelkeule ganz cool eigentlich. Kamm, Platten. Süß. Ja, doch, ja. Ha. Vielleicht die Augenfarbe? I don't know. Wir brauchen halt eine andere Drachenfarbe, ne? Blau ist viel zu Standard. So, okay, cool. Aber es waren schon ein paar neue Sachen bei, oder? Oha, oha. Ja. Macht was her, hä? Und das ist jetzt total geil, weil wir jetzt hier, guckt mal, einmal von hier oben wegfliegen und ohne Ladezeit. Ach, Oriboss hätte einfach wirklich ohne Ladezeit sein müssen. Das hätte, glaube ich, schon viel ausgemacht von der Stimmung her. Was war das? Terilot, der Andächtige. Können wir den alleine besiegen? Ja, ich habe gerade nochmal Angriff der Nokut gemacht. Und auf jeden Fall eine neue Drachenvorlage auch bekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Dungeons mehrmals zu machen. Beim letzten Mal, ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen wegen unseren beiden Dungeons beim letzten Mal. Ich fand die nicht so elegant gelöst, aber es war das erste Mal. Ist okay. Trotzdem. Hätte besser sein können. Ja, heroisch ist jetzt schon die große Frage, ne? Also würde ich jetzt ungerne tatsächlich machen, direkt mal heroisch. Wir haben ja damals im Pre-Patch sehr viele Shadowlands-Dungeons auf heroisch gemacht. Das hat gut geklappt, aber jetzt gerade habe ich so das Gefühl, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Sehr schön, ciao. Okay. Oh, das ist mega sweet. Den müssen wir mit Stoff töten, shit. So, das muss man sich auch noch merken, ne? Welche Bosse was Cooles droppen. Also von diesen Bonusbossen. So, die Küste des Erwachens. Jetzt sind wir hier unten an diesen. Ah, das ist wunderschön.
Riesige Fische leben in Schwärmen. Geht und sammelt Fleisch. Dann erzählt von euren Heldentaten. Älteste Por, okay. Aber erstmal hier. Was ist das jetzt? Arme, gut. Die Fische beißen gut zu dieser Jahreszeit. Warum macht ihr nicht mit? Ja, machen wir mal einfach Schuppenbauchmakrelen. Eure Geschichte wird weitergegeben. Das ist einfach nur zum Abgeben. Und wo ist jetzt diese... Angelloch. Die Vorteile von Angellöchern nehmen ab, wenn der Bestand gering ist. Netze können nicht ausgelegt werden, Mittel. Und steht hier dann, dass Netze ausgelegt werden können? Was? Oh, welch ungewöhnlicher Angler Bezug. Pasca. Grüße, würdet ihr gerne meinen Waren stöbern oder eine Geschichte also hören? Lebt wohl. Die Fische könnten etwas besser beißen, meint ihr nicht? Da kommt mir eine Idee. Die Legenden nach waren diese Seen und Flüsse nicht immer voller Fische. Angeblich wurden diese Wasserlöcher mit Fischen bestückt, als die Drachen darüber segelten und sie fallen ließen. Könnt ihr das glauben? Vielleicht könntet ihr es mit euren Drachen mal versuchen. Was? Das ergibt eine gute Geschichte. Sammelt Fischschwärme. Das ist die... What? Wir ziehen die einfach nur an Land, wir müssen die nicht bekämpfen. Das ist ja grausam realistisch fast, ne? Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag. Na komm! Komm an Land! Komm du! Du Landratte. Wow. Okay, der war aber jetzt mehr. Der war jetzt landiger als Land. Hallo? Okay, das ist ganz nett. Können wir gerne noch nebenbei machen, aber was war es jetzt mit diesem Fischschwärme sammelt? Sammelt Fischvorräte. Und weil jetzt sozusagen hier wenig Fische drin sind, können wir gerade kein Angelnetz auswerfen, ja? Hab ich das richtig verstanden? Na komm. Das ist aber eine schöne Weltquest, ne? Mal nicht kämpfen. Ich sag mal, Klassiker wäre jetzt gewesen, die Fische zu töten, die Oschis. Und gut wäre gewesen, aber das ist irgendwie mal eine kreative Art. Ich fühle mich mehr wie ein Angler. Also. Es war grausam, klar, aber. Ja, moin. Ja, danke. Gar nicht versuchen wegzuschwimmen. Und unsere Nummer 8. Ha! Ha! Und ich glaube, noch einmal sollte reichen. Na komm. Zack. Was für ein Fang. Der ist sicher eine Geschichte wert. Das glaube ich auch. Unser Inventar, ne? Ich müsste mich halt einfach mal hinsetzen. Ganz viele Waren. Und einfach mal verkaufen, ja. Ominöse Muschel. In der Nähe eines großen Oschis. Ich muss näher ran.
Was genau muss ich jetzt einfangen? Küstenaal. Sammelt Fische, um das Angelloch zu bestücken und besteigt euren Drachen, um sie von oben abzuwerfen. Aber was für Fische soll ich denn fangen? Hier, okay. Aha. Ach, guck mal hier, Zenzi, was machst du denn hier? Er steht mir in der Sonne. Es ist nachts, es ist keine Sonne da, stell dich nicht so an. Lass die Fische von oben fallen. Okay. Wehe, ich darf gleich nicht mein Netz auswerfen hier. Dann bin ich aber böse. Ja, alles klar. Und wer seid ihr? Ha, die Legenden sind wahr. Fantastisch. Ich freue mich auf eure Rückkehr. Darf ich jetzt ein Netz auswerfen? Expertenangler. Ja. Hier angelt es sich richtig gut. Findet ihr nicht auch? Irgendwelche Tipps? Ah, nehmt euch vor Ortogs in Acht. Die sind unersättliche, fischraubende, nichtsnutzige, niedliche, kuschelige, majestätische Diebe. Ich sag's euch, sie sind Diebe. Danke. Bleibt gut drauf! Seid ihr hier, um eine Geschichte zu erzählen? Sprechen wir uns bald wieder. Mögen eure Netze stets voll sein. Okay, also wenn hier wurde zu viel gefischt. Mögen die Fische stets anbeißen. Okay, also halt, wir müssen hier später nochmal wiederkommen, ja? Verstehe ich das richtig? Na gut. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt ein fortgeschrittenes Drachenrennen. Wir kennen das ja, die normale Variante haben wir schon gemacht. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Das ist sehr lobenswert. Ich bin sehr gespannt. Unser erstes fortgeschrittenes Rennen. Ich muss dauernd Jacke aus, Jacke an. Es ist dauernd warm, kalt. Es ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar, ich kann das nicht mehr. Ganz furchtbar. Ah ja, guck mal hier. Der Blitzfrost überflog. Ich würde gerne die Strecke für Fortgeschrittene probieren. Ah. Jetzt geht's ja langsam los. Jetzt wird's interessant hier. Oh nein, ich werde alt. Er ist ganz schlimm. So. Schluck trinken. Ich bräuchte so eine Trinkflasche wie so ein Fahrradfahrer. So beim Drachenrennen. Und dann weg, so auf den Boden werfen. Ja, patsch. Und dann kommen die Fans und sammeln die auf. Ja. So. Let's go, huh? Also definitiv eines der besten Features des Spiels. Wobei man vergisst ja so viel, ne? Denkt dran, das Overlay ist auch neu. Was? Darf ich nicht reinfliegen, oder? Oh fucking, yo! Einfach komplett aus dem Rennen genommen. Habt ihr... Boah. Okay, also eine lila Kugel, wir sind raus. Krass. Fucking sch... Oh, Alter, okay. Ich bin kein Fortgeschrittener. Ich merk's gerade. Wir kriegen das hin. Direkt auf Gold. Alles andere macht mich nicht glücklich.
Boah. Silber! 4 Sekunden schneller, wie soll das denn gehen? Ja, okay. Klar, wir waren ja auch nicht gut. Machen wir nochmal. Willkommen. Es ist lange her. 4 Sekunden schneller, musst du ja schummeln. 21. Boah, what? Boah, noch 3 Sekunden schneller. Wir waren 1 Sekunde besser. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das geht nicht auf Gold, Leute. Das bekomme ich niemals auf Gold. Die Wasser fließen wieder. Muss man da am Ende mit 3? Aber 3 ist Quatsch. 3 ist gar nicht schnell. Also dieser Husch nach vorne ist Deko. Sieht toll aus, ist es aber nicht. Holy crap, das ist schwer. Hätte ich nicht gedacht, weil die anderen ja wirklich einfach waren am Ende. Ah, das ist echt eine Hausnummer hier. Wow. No way. 0,4 Sekunden langsam. Das war mir zu langsam. Nicht 21, sondern Alter. Okay. Ich knack dich, Junge. Wonach sucht ihr? Come on, das schaffen wir noch einen Ticken besser. Also ich hab verstanden, man muss da den grünen Flow mitnehmen. Thank you.
Das war schlecht. Ja, ja, habe ich gemerkt. Das war schlecht. Das Timing hat nicht gestimmt, okay. Was? Das war so gut! Was? Was? Das war so schlecht? Die Inseln sind der Wahnsinn. Hat sich richtig gut angefühlt, da war es so schlecht. Da verliere ich, ne? Da verliere ich richtig blöd an Zeit. Shit. Och, Mann! Das war auch schlecht. Scheiße. Die Aspekte mögen euch. Das kann nicht wahr sein. Wir scheitern am ersten Rennen hier. Wie ist das Schwierigste? I don't know, aber... Nein! Ach, wieder 21. Ja gut, das ist aber ja... Wir sind knapp dran, ey. Es ist einfach nur, ich muss eine Kurve enger nehmen, gefühlt. Hätte ich ja vorhin auch! 0,4 Sekunden, Alter. Jetzt auf jede Kleinigkeit achten. Come on.
Warum fehlt mir hier der Saft? Warum fehlt mir der Saft? Ja, voll verkackt, ey. Da hat mir voll Speedy gefehlt hier. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Am Ende die ganze... Oh, was? Oh, das war doch gut. Wir schützen die Inseln. Ich fand's wieder gut. Das war wieder gut. Wir sind aber auch ganz knapp dran, ey. Fließen wieder. Ich glaube, das liegt tatsächlich... Blockierte Netzstelle. Ich glaube, das liegt tatsächlich an dem Stück am Anfang, oder? Blockierte Netzstelle. Ich bin außer Reichweite. Okay, ihr müsst diesen Platz freischalten. Was liegt an? Es ist schön, dass ich helfen konnte. Okay. Hallo, meine Liebe. Diese garstigen Otoks hier klauen mir ständig meinen Fisch. Ich persönlich würde sie einfach in die Luft jagen, aber unsere Tuska-Freunde hier, ja, sind vor der Idee wenig angetan. Ich habe deshalb diesen Otok-Abwehrapparaten entwickelt, aber leider bin ich kein besonders guter Schwimmer. Ihr scheint mir eher fürs kühlte Nass gemacht zu sein. Also seid ihr so gut, aktiviert das Gerät und schwimmt ein paar Runden, um sie zu vertreiben. Ja, klar. Kurze Pause. Ja, keine Sorge. Wir machen es gleich wieder. Müssen gerade nochmal hier die Weltquest machen. Dieses Rennen macht mich fertig, ne? Wir haben unser Nemesis gefunden.
Hey, sehr gut gemacht, Mädel. Dann wollen wir uns mal, wollen wir ordentlich Köder auswerfen. Bleib's gut drauf! Ausgelegtes Fischernetz. Und jetzt darf ich hier Netz vorbereiten. Okay. Zehn Stunden. In 10 Stunden können wir es abholen. Sieht das auf der Karte jetzt auch, dass wir hier... Okay. Gut, haben wir das? Wir müssen uns ja ein bisschen auch vorarbeiten, ne? Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Okay. Willkommen. Es ist lange. So, jetzt lass mich mal fokussiert. Nee. Das ist schon hart, ey. Och, come on. Ach. Eine Sekunde. 1,002 Sekunden zu langsam. 21. Die Aspekte mögen euch segnen. Boah, die alle auf Gold zu machen, das ist aber eine Mammutsaufgabe. Hör mal, für jedes lange brauchen. Eieieiei. Oh, come on. Was?
Das war so dumm, ich hätte es geschafft, glaube ich. Ich wusste nicht, dass das so eine lange Abklingzeit hat da unten. Die Aspekte. Ich habe die ganze Zeit R gedrückt. Aber es hatte eine Abklingzeit, scheiße. Ich glaube, das hätten wir schaffen können. Ja, wobei eine ganze Sekunde, I don't know. Wie ist es so ordnet? Ja, der Anfangsbereich hier fühlt sich sehr lahm an. Och, come on. Schon wieder eine Sekunde. Es fehlt eine... 21. Schon, wir hatten es schon, glaube ich, dreimal oder viermal, dass uns eine Sekunde gefehlt hat, ne? Die Inseln sind erwacht. Erhöhe doch auf 62, Mann. Nein, was? Schon wieder 62? Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. 0, wir waren mal bei 61,4. 0,4 zu langsam. Wir müssen uns das jetzt gerade nicht antun, ey. Come on. Schon wieder. 62,0037. Das hatten wir doch gerade schon mal, oder? Willkommen. Was mache ich falsch? Ist es der Anfang? Überall ein bisschen wahrscheinlich, ja? Die Kurven nicht eng genug. Das passiert, wenn man die ganz eng nehmen will, ne?
Oh, Mann. Fang ich gleich an zu weinen hier. Bin ich dumm? Warum fliege ich denn nicht durch den Ring? Jetzt bin ich komplett raus. What the fuck, fliege ich am Ring? Ich habe den Ring gesehen, dachte, tschö. Einundsechzig. Ach, Leute. Ich soll mir die wirklich alle im Stream, also im Stream, alle in der Aufnahme machen? Das ist wegen unserem Keulenschwanz da hinten. Der frisst so viel Wind. Wir brauchen Spoiler auf dem Drachen. Mythic Plus. Lachhaft, das hier ist das wahre Problem. Die Wasser fließen. Ja, dafür, ich fand, das war kein guter Versuch. Dafür, dass das trotzdem geklappt hat, bin ich eigentlich überrascht. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich mir schlechter vorgestellt. Ich mache wahrscheinlich viel zu viele Schönheitsfehler, ne? Och Mann! Ich habe die Hoffnung niemals. Come on! Wir machen gleich noch Weltboss und sowas, keine Sorge. Es bleibt nicht. Wir machen nicht nur das Rennen. Ob ich es jetzt stundenlang machen könnte. Ich bin am Anfang zu unruhig, ne, glaube ich.
61,9. Wir kommen halt einfach nicht mehr ran, ne? Und ich sag's euch, dann haben wir irgendwie 61,1 oder so. Dann ist aber vorbei. Also wenn wir 61,4 toppen, machen wir Schluss. Und das ist gerade vielleicht der Schlüssel. Da ein bisschen länger warten. Schlecht. Hat sich gut angefühlt, war aber richtig schlecht. Das kann man echt nicht abschätzen, ne? Das ist total verrückt. Willkommen. Es ist lange her. Oh Mann, 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 Mann. Fucking shit. Ich kann das noch nicht benutzen. Warum haben wir es bei dem einen Mal nicht geschafft, als wir so gut waren? Och Mann. Wonach sucht ihr? Aber da war jetzt schon, also interessant, wir haben ein bisschen, ich war ein bisschen sparsamer. Habe gefühlt weniger investiert.
Das war auch 61,9. Das hat sich so schlecht angefühlt am Anfang. Die Wasser fließen wieder. Also ich weiß halt nicht, was man wirklich noch optimieren soll. Der Anfang ist halt Quatsch, aber der Anfang ist immer Kacke. Ja, jetzt habe ich mich gekratzt. Deswegen, Mann, warum juckt denn auch immer? Warum muss immer der Kopf jucken, wenn man irgendwas macht, wo man sich konzentrieren muss? Hat es immer, ne? Ohr, Nase, Haare, immer juckt alles, wenn ich irgendwas mache. Okay. Das ist jetzt der Versuch. Hier schön runterziehen. Wir sind nah dran, Mann. Aber wir kommen nicht näher. Wir bleiben bei 62 Sekunden. Das wird nicht besser. Seit 15 Minuten. Nein! 61,45! Wir sind aber schlechter. Wir sind schlechter als vorher. Wir machen also weiter. Die Aspekte mögen euch segnen. Also sehr eng fliegen. Boah, jetzt hätte ich das vorhin so gut gemacht. Da war ich noch jung und unverbraucht. Wie schlecht! Fucking shit. Oh, das war doch super! Was für 61,7, Junge! Das war perfekt! Das kann nicht wahr sein, wir machen... Oh, scheiße.
Ja, da war aber ich schon verloren. Es war doch ich schon verloren. Ja. Wir haben einen Elan zu wenig, ne? Fuck! Was für Server runterfahren in 14 Minuten? Nein! Alter, wenn wir das bis dahin nicht schaffen, ne? Im Chat steht Server runterfahren, das sieht nicht gut aus. Fucking shit! Das, was? Warum sind denn die... Warum sind denn die Äste literally ein Hindernis? Okay. Also ich merke auf jeden Fall, woran es liegt, wenn es nicht klappt. Also man merkt schon so leicht die Hänger, sag ich mal.
Dass wir es auch immer schlechter sind, ne? Das kralle ich ja gar nicht. Ich habe die Hoffnung. Jetzt kommen wir immer auf 62,3 und 62,4 und nicht mehr auf 61. Wir haben uns gefühlt verschlechtert. Das kann nicht wahr sein. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Immerhin wieder unter 62. Alter, das ist unmöglich. Oh, das war gut. Das ist sehr interessant, weil wir sehr spät erst den krassen Boost bekommen haben. Wir haben noch 6 Minuten, oh nein. Es sind noch 5 Versuche ungefähr.
61,3. Wir sind besser. Ich habe die. Oh, das kann nicht wahr sein. Come on, Mann. 0,3. Das schaffen wir. 4 Minuten 30 noch. Komm schon, jetzt. Scheiße, wir schaffen das nicht mehr. Na, ja, 1 Minute 15. Könnt's tryen, aber wahrscheinlich schaffen wir das nicht mehr, die Zeit wird. Fucking shit, ey. Also ich behaupte einfach mal, dass wir das geschafft hätten und Blizzard uns jetzt gerade den Sieg versaut hat, ja? Nur wegen Blizzard hab... Wow, Alex Traser, ganz ruhig.
Beim nächsten. Okay, das machen wir. Egal wie lange das dauert, wir werden dieses verdammte Rennen auf Gold machen. Ist mir vollkommen egal, wenn ich da jetzt 10 Videos für brauche. Wie sollen wir denn bitte alle Rennen in allen Gebieten auf Gold bekommen, wenn das so schwer ist? Wieder verbinden. Gut, Leute. Ja, das war... Wir haben nicht viel gemacht, sind wir mal ehrlich. Gar nichts gemacht, oder? Wir haben nur das Rennen gemacht und ein Tuskernetz ausgeworfen. Leute, beim nächsten Mal. Ciao. Oh Gott.